Es ist eine Bücherei für die ganze Familie, für alle Bürger, die kommen wollen, um zu lesen, um Filme zu schauen, CDs zu hören, aber auch für pastorale Gruppen, die hier Ausbildungsmaterial für die Schulen, Kindergärten, ja, zum Vorbereiten brauchen, Kommunion, Konfirmation, solche Dinge bekommen sie woanders nicht. Die Bücherei ist neben dem Bischofspalais, ist eigentlich ganz einfach zu finden. Das Problem ist, es ist ein roter Backsteinbogen und man muss erst hineingehen, um zu sehen, dass dahinter wirklich eine Bücherei ist. Wir haben auch Hörbücher, wo die Romane gesprochen sind. Wir haben CDs, Entspannung, neues geistliches Lied, dann geht es über in Kinderhörbücher und in den Kinderbereich. Unsere Romane sind untergliedert in Krimis, Historisches, Fantasy, Thriller. Man kann also im Regal gucken, wenn man speziell einen Krimi oder sowas sucht. Und wenn wir hier weitergehen, kommt dann der Jugend- und Fantasy-Bereich. Hier geht es dann über in Kinder. Und dann sind wir hier im Kinderbereich mit dem Bilderbuch drin, wo die Kinder selber sich was aussuchen können. Und die Eltern haben die Möglichkeit, derweil sich über Erziehungsfragen zu informieren. Das ist dann die Elternbibliothek. Seite und Veranstaltungen sind dann extra beschrieben, man kann sich dann reinklicken und sieht, wann was ist.